Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Simrail-Video. Es ist mittlerweile ja der Patch da und es gibt neue Stellwerke und die schauen wir uns an und angefangen damit mit Lazy LA. Ist als sehr schwierig eingestuft, aber ich finde, es ist eigentlich genau das Gegenteil von sehr schwierig. Es ist eigentlich sogar sehr einfach, zumindest in der aktuellen Form. Ja, man sieht hier, man hat hier recht viel an Gleisen zum Rumspielen, wobei die Hälfte der Gleise ist beschnitten. Das wäre hier da die Güterzugbereitstellung. Hier, das ist aber alles gesperrt. Das sind vor allem die Gleise da hinten ohne Oberleitung. Wir spielen eigentlich nur mit dem Bereich da oben und bei den Gleisen auch nur minimal, wenn es denn sein muss beim Stau. Dann die drei Gleise Richtung Zawirzi bzw. Lazy. Also nur so als Reminder, Lazy hat ja in dem Sinn drei Stellwerke, Lazy RC auf der linken Seite, Lazy an sich, der Bahnhof hier und dann Lazy LA, wo wir jetzt hier drin sind und da hinten dann die Strecke zu Zawirzi. Ja, die Gütezüge, so wie der da unten, der da gerade aufgetaucht ist, kommen von da, werden normalerweise gemeldet. Mit den 41-40-50, den... Ja, lassen wir einfach mal da einfahren. Und da ist es so, die fahren eigentlich alle hier auf das untere Gleis da, wo wir schon die Freigabe haben. Da müsste man halt normalerweise zu Vici fragen, kann man da was schicken, aber das ist jetzt hier schon. Schauen wir mal die Weichen, die passen auch. Oder? Nein, passen nicht. Eine übersehen. Und dann kann der hier losfahren. Und der Bereich da unten, das ist der, der direkt vor uns hier ist. Und der ein oder andere ist hier schon mal länger gestanden mit einem Güterzug, wenn da die KI da nicht mehr weitermachen wollte. Ach ja, Memories. Und ansonsten da oben die Personenzüge, wenn sie in Zawirzi nicht einfahren können. Ja, die Strecke da oben ist eigentlich auch nur dumpf durchschicken. Also hier Fahrstraße machen, geht dann knallhart hier durch. Ihr müsst einfach hier darauf achten, dass bevor ihr hier die Einfahrt gebt, dass da die Weichen stimmen. Weil wenn ich jetzt hier auf der zweiten Strecke Fahrt gebe, dann geht es bis da hinten durch. Auch lazy. Das gleiche hier auch andersrum. Also eigentlich müsst ihr hier an den Weichen gar nichts machen, außer hier drücken, damit Signal grün wird. Schauen wir uns doch mal ganz kurz den Fahrplan an. Also, von Zawirzi sitzt hier nach Lazy, geht alles auf der Linie 1111, auch bei Zawirzi 11111. Was ist 1? Schauen wir mal. 1 ist das hier. Und 1 da auf der Seite ist das hier. Es ist wirklich hier nur durchschicken. Und es gibt dann ganz selten mal den Fall bei Lazy. Schauen wir mal, ob wir so da haben. Okay. Von Zawirzi nach Lazy R52, Anschluss 160. Das ist jetzt 10.45 Uhr. Jetzt gehen wir hier mal weiter runter. Lazy 160. 11.32. Das kommt unglaublich selten. Ja, okay, da kommt es jetzt gerade nochmal. Also zweimal hintereinander. 45 auf 6. Und ja, also man könnte sagen, einmal in der Stunde. Auf Anschluss 160. Das müsste, das ist 125, da ist 160. Müsst ihr da meinen Zug da oben hinschicken. Wenn ich mal schaue, LK 154, das glaube ich nicht einmal bedient, kann das sein? Nee, das schaut nicht so aus. Haben wir da eine Unterteilung? Okay, das ist dann wirklich nur, ja, 160 ab und zu mal. Und ansonsten Zawirzi halt mit Gleis 4. Also den da oben könnt ihr eigentlich auch ignorieren. Das sind der Anschluss und ansonsten die hier unten. Unser Güterzug sollte eigentlich auftauchen. Da ist er. Sehr gut.
Ansonsten ist keiner hier unterwegs. Ciao, Goligi. 41, 40, 50. Meldung mache ich jetzt mal nicht. Da ist ja eh keiner drin. The Crossing. Und kein PT gehabt. Das nächste kommt ein Express. Und so wird es hier nach Lazy. Dann ROI, MPE. Das einfach nur stumpf durchschicken. Schade, dass wir Lazy an sich hier nicht drin haben. Ach ja, das ist jetzt auch neu. Wir haben hier diese Kameras. Schauen wir doch mal rein. Das ist der Anfang von dem Gleisfeld hier hinten. Haben wir die unterschiedlichen Seiten hier. Und das müsste die Ansicht von Zawirci sein. Ja, genau. Ist ja gerade am Durchbrettern. Neues. Es gibt dann noch ein paar Stellwerke, da kann man hier dann den Übergang hier auf und zu machen. Das ist eigentlich auch noch ganz nice. Sieht man das hier, der ganze Bereich ohne Oberleitung hier. Mit dem wir halt nicht spielen dürfen. Gute Sache. Muss ich jetzt erstmal was machen? Nö. Dann können wir uns unsere Hütte mal kurz umsehen. Aircondition haben wir hier. Unser Handy natürlich. Inklusive Soundboxen. Sind nicht schlecht. Oh, Grünzeugs, paar Aktenordner. Ja, ist überschaubar, ne? Ich glaube, da kann man schon grundsätzlich damit leben. Hat eigentlich einen ganz guten Ausblick hier. Das Einzige, was nervt, das ist die Straße hier hinten. Und wie ihr es ja kennt, werden wir uns hier mal ein bisschen umsehen. Exit the building. Momentan ist ja nicht viel los. Warum möchte man auch da drüber fahren? Ich bin davon aus, das ist unser Auto hier. Ah, da klingelt's. Das war für hier oben, ne? So. Weg ist er. Kein Zug mehr da. Okay, weiter umgucken. Was haben wir denn hier Schönes? Also Grünzeugs auf der Straße und im Auto. Dieses Qualitäts-Assets-Management. Hier gibt es nicht so für dich viel zu sehen. Die Richtung auch nicht. Schauen wir mal bei der Straße darauf noch irgendwas Interessantes sehen. Passiert ja gerade nicht sehr viel. Nö. Eigentlich auch nicht. Ein paar Gebäude hier. Uns das Gebäude da vorne nochmal an. Aber ich glaube, da gibt es auch nichts sehr viel Spannendes. Gefährlich hier. Entrance to the track number one. Vulkanitzatz. Ja, was auch immer das heißt. Okay. Söderle. Auch nichts Spannendes. Stopp. Ach man, darf ich hier nicht mal rumlaufen? Ja, voll der Spielverderber hier. Nee. Ja, also, wir sind auf dem Italo-Server hier. Auf die ganz normalen anderen. Also, was ist, auf die anderen Server kriegst du das Stellwerk momentan leider de facto gar nicht. Aber das wird sich in ein paar Wochen legen und ich glaube. Das Stellwerk wird dann recht gut verfügbar sein, wo man hier nicht sehr viel tun muss. Aber die anderen Stellwerke sind da eventuell noch ein bisschen interessanter. Bevor wir uns aber die anderen Stellwerke anschauen, schauen wir uns doch mal das Depot an. Denn das gibt es jetzt auch. Kleiner Cut für euch. Ja, und damit willkommen zum Depot. Die nächste Spielerei, die mit dem Update freigeschalten wurde. Und das ist primär dazu da, sich das ganze Rollmaterial mal ein bisschen anzuschauen und natürlich Informationen dazu einblenden zu lassen. Man hat hier links entsprechendes Menü mit Locomotive, Electric Multiple Unit, Freight Wagon, Passenger Wagon, All Stock. Haben wir hier gleich mal alles. Und dann kann man sich hier auswählen, was man denn hier gerne auf dem Gleis haben möchte. Fangen wir mit der Lokomotive an. Da 4E, zum Beispiel die EP07. Holen wir uns die mal rein. Dann können wir hier auch ein bisschen rumlaufen. Können uns die Lok mal im Detail anschauen.
Türen sind dann auch offen. Mal genau betrachten. Weiter kann man hier übrigens nicht. Hat eine unsichtbare Wand. Finde ich leider ein bisschen schade. Und man hat noch die Option, hier Inside Cabin Camera zu gehen. Naja, man kann hier leider nichts umschalten. Ah, doch, man kann doch. Interessant. Also man kann hier ein bisschen rumspielen, wenn man denn möchte. Okay, wusste ich gar nicht, dass das geht. Und natürlich hat man hier halt die Information. Dann kriegt man hier die ganzen technischen Daten, zum Beispiel Years of Production zwischen 1964 und 1974 und entsprechend die Infos und Wissenswertes dazu. Jetzt frage ich mich, was passiert, wenn ich die Lok wechsle, zum Beispiel auf die IU07. Ah, das ist zum Beispiel eine der neuen Lackierungen. Komme ich gerade wieder raus. Was haben wir eigentlich hier Schönes? Gute Frage. Hier können wir dann auch nochmal runtergehen und ab da ist dann auch wieder Schluss. Leider Gottes. Okay, was haben wir hier noch? 102, die IP08. Die kennen wir ja auch schon in einer Ausführung. E186, unsere Drax-Lokomotive. ET25. In vierfacher Ausführung. Interesting. Hier auch nochmal in schwarz. Das ist keine Lackierung. TY2. Da haben wir unsere Dampflokomotive. Ich würde das Menü hier gerne ausblenden. Die darf man Stand aktuell noch nicht fahren. Die kann man momentan nur angucken. Aber was ist denn hier jetzt los? Okay. Ist aber ein sehr schönes Gerät. Ich freue mich schon, wenn wir mit der unterwegs sein dürfen. Schönes Modell auf jeden Fall. Kann ich da rauf? Ich kann hier rüber. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir da in den Führerstand dürfen. Das geht. Aber ich kann mich hier drin nicht bewegen. Kann ich hier... Okay, das funktioniert schon mal. Bin mal gespannt, wie das mit der Kohle dann später läuft. Okay. Das geht auch. Was ist, wenn ich... Ja, das haben sie natürlich disabled. Das wird noch spannend werden. Headlamp left. Schauen wir mal ganz kurz raus, ob die jetzt auch an sind. Nö. Okay, das ist einfach komplett disabled. Aber schöne Dampflok. Ich glaube, die darf maximal 80 fahren. Kann das sein? Ja, 80. Purpose. Freight. Zwischen 1942 und 1946 gebaut. 143,6 Tonnen schwer. Ja. German Modification of the German BR-52. Okay, was haben wir denn noch? Electrical Multiple Units. Gehen wir hier mal kurz rein. Den kennen wir auch schon in der Kurzform. Das müsste dann hier die Langform sein. Ja, genau. Ah, interessant. Diese Blockade wird dann entsprechend nach hinten erweitert. Nicht schlecht. Moment mal, wenn man dann hier was richtig... Oh, schauen wir uns erstmal unser Highlight an, ne? Die IN57, der Kiebel. Mit dem müssen wir auch noch fahren. Großes Highlight von diesem Update. Der macht richtig Spaß zum Fahren. Da gehen wir mal ganz kurz rein. Inside Cabin. Unser Führerstand. Steigen wir mal kurz aus. Wirklich sehr edel. Wer ein Train Driver 2 mit dem schon oft herumgefahren ist, wird sich auch hier recht schnell zurechtfinden werden. Der hat hier noch ein kleines Easter Egg. Gehen wir mal kurz hier rein. Nämlich hier ist die Toilette. Die kann man auch aufmachen. Man kann hier reingehen. Und das Witzige ist, wenn man jetzt hier Multiplayer spielt und man drückt hier einmal den hier, dann gibt es 100 Minuspunkte mit der Begründung Fragezeichen. Warum? Aber es ist wirklich ein schöner Triebwagen. Steht auch nochmal auf der Bucketlist, dass ich mit dem einmal in echt fahre.
Funktionieren bei dem die Türbuttons? Kurz mal testen. Wenn wir zumachen. Macht nichts. Oder müssen wir die Cabin anmachen? Nö, reagiert auf gar nichts. Gut, das werden wir dann spätestens bei der Fahrt dann mal sehen. Ja, dann haben wir hier noch 71. Das ist die längere Variante. Mit unterschiedlichen Lackierungen. Auch im Multiplayer kriegt man die de facto momentan gar nicht. Und natürlich unser Geschwindigkeitsmonster. Der mittlerweile auch ETCS kann, aber nur im Singleplayer, wenn man ein bisschen was an der Config rumspielt. Hoffentlich irgendwann machen wir Multiplayer, wobei das wird noch spannend werden. Mit unseren tollen Fahrdienstleitern, wie dann ETCS drauf reagiert. Und jetzt, nachdem der hier so lange ist. Nachdem der jetzt hier so lange ist, können wir hier. Komische Geräusche hier. Gehen wir mal ganz nach hinten. Ja, ob wir da noch vorbeikommen. Na, ja, lass du mich vorbei. Oh ja. Es ist eine sehr interessante Geräuschkulisse hier. Ja. Hey, da hinten stehen sogar Leute. Okay, man darf sich hier echt nicht ablenken lassen. Mein Kollegen. Schon witzig. Das wäre eigentlich auch noch ganz cool, wenn man hier so Wartungsarbeiten machen könnte. So als kleines Gimmick. Mal gucken, was da noch alles kommt. Hier sogar mal die Wagen mal von unten beobachten. Ja, ein bisschen Low-Res hier. Okay, das wären die Sachen. Dann Freight-Wagen. Man kann ja auch die sich angucken, entsprechend mit Infos. Gibt es ja Stand jetzt noch nicht so viele. Und dann natürlich die ganzen Passagierwagen. Kann man sich alle die einzeln angucken. Geht sogar die Türen hier auf. Ja, mal schauen, kann man auch hier rein? Ne, hier komme ich nicht rein. So komme ich irgendwie auch nicht rein? Nö, ist nicht. Schade. Das wäre jetzt eigentlich noch was Schönes gewesen, wenn man in die da noch einsteigen könnte. Ja, wobei. Komm, das muss machbar sein. Lass mich da rein. Nein. Okay, dann halt nicht. Lassen wir das. Was sind die letzten hier unten? Hier noch 6A. Speisewagen. Uns mal die Info prüfen. ISO Production 1996. Also vermutlich immer noch in Produktion. Steht zumindest kein von bis. 48 Tonnen wiegt so ein Wagen. Doch ein bisschen Gewicht. Okay. Ja, das wäre das Depot soweit. Da kann man ein bisschen rumspielen, sich die Sachen mal in Ruhe angucken. Ich würde sagen, wir schauen uns mal das nächste Stellwerk an. Und da wären wir schon im nächsten Stellwerk. Ja, wir sind hier in Slako, glaube ich, nennt sie es. Ja, Slako. Vermutlich wieder falsch ausgesprochen. Wir sind hier zwischen Drabowa-Konica-Bischotnia und Bukono. Drabowa-Konica-Bischotnia ist hier rechts. Und ansonsten Bukovno haben wir hier links. Besonderheiten an diesem Stellwerk. So, wir haben wieder Drucktasten. Wir haben zwei Bahnübergänge, die wir hier kontrollieren können. Und was vielleicht ein paar Leute vielleicht ein bisschen abfragen könnte, ist, wir haben eine Blockade vom Typ C auf der linken Seite, die man sich ganz leicht kaputt machen kann. Wir haben jetzt sogar einen Zug, der hier reinfährt. Und zwar der 42940. Das ist der hier. Der hat ja einen Halt. Der 2. Jo, das ist da oben. Das heißt, wir machen mal den Bahnübergang zu, weil den habe ich gerade mal aufgemacht. Hier, 2 von 2 ist rechts vom Bahnhof. 1 von 2 ist links. Wir machen hier mal zu, sonst können wir eh keine Fahrstraße hier machen. Und hier mal ganz kurz die andere Ansicht. Machen wir aber auch schon mal zu. Geht recht schnell. Und dann können wir den Zug hier einfahren lassen. Es ist weiß, er ist unten. Kommt hier rein. Planmäßige Abfahrt um 11.28 Uhr. Das ist jetzt.
Das heißt, wir lassen den auf Rot zufahren, wie es hier gehört. Und sobald er steht, kriegt er die Ausfahrt und dann können wir entsprechend vorblocken, damit wir uns hier die Blockade nicht kaputt machen. Södele. Also, gerade von der Location her, wo das hier Ganze ist, wir sind ja nicht oben auf der Hauptstrecke, sondern wir sind hier unten eher auf der langsamen Strecke. In die Richtung geht es dann so weiter, Richtung Tunnel und Co. Also hier ist ein bisschen ruhigeres Fahren angesagt. Der eine oder andere kennt's. Wir haben sogar das Glück, dass wir hier einen Fahrer drin haben. Hallo Tom, 0815. Du bist jetzt hiermit auf YouTube verewigt. Und angeblich geht das schon ein bisschen länger. Aber ich habe das irgendwie nicht gesehen, dass es geht. Man kann hier den Direktmodus anmachen, damit es hier nicht so hell ist. Ja, wir könnten eigentlich bei der Kamera mal beobachten, wann er kommt. Gehen auf die 2. Oh, da braucht er ein bisschen länger. Es ist echt ein bisschen schade, dass man hier diese Kamera nicht schwenken kann. Das wäre natürlich noch eine feine Sache. Okay, über das Einfahrsignal müsste er jetzt drüber sein. Dürfte jetzt jeden Moment hier auftauchen. Na komm Tom, du schaffst es. Und von Bukobo kommt jetzt auch ein Zug. Und dann gehen wir mal kurz mal hier rein. 1 zu 4, 2, 6, 5. Güterzug. Der rauscht durch. Alles klar. Dann kriegst du von mir die Einfahrt. Block ist down. Wir sagen da mal Hallo. Und die K.O.-Meldung für da. Ach, das ist sogar ein Kiebel. Ja, wie cool. Södele. Türen aufgemacht. Sehr gut. Ausfahrt steht. Mal warten, bis er losfährt. Ist angenommen. Der kann rausfahren. Türen gehen zu. Ciao, Kiebel. Wollen wir gerade mal melden. Beziehungsweise Abfahrtszeit rein. Schon bald werden wir mit dem auch fahren. So, sobald er beim Signal drüber ist. Komm, fahr drüber. Jetzt. Ja, vorgeblockt. Und weg ist er. Sieht noch geil aus, wie die da unten in die Kurve reinfahren. Okay, Zug erledigt, kommt noch der andere. Wir haben da oben noch ein Gleis, was gesperrt ist. Und wir haben hier noch Slako, was ist es, ein L? PLD? Wenn wir uns gleich mal anschauen, was das ist. Und hier das unterste Gleis ist ebenfalls gesperrt. Beziehungsweise ist das Gleis überhaupt noch vorhanden? Wir gehen mal ganz kurz raus. Wir müssen ja gerade nichts machen. Ja, okay, das wäre das hier. Da fährt nichts mehr. Okay, alles klar. Haben wir das gesehen. Und das oberste Gleis hier hat auch keine Oberleitung. Moment, wir haben hier zwei Gleise. Das hat keine Oberleitung. Was bist du für ein Signal? Ich will mal ganz kurz wissen, wie du heißt. Das ist H6M. Das ist H6, das ist das hier. Also da haben wir keine Oberleitung. Obacht. Das da hinten haben wir gerade gesehen.
Und dann schauen wir uns mal ganz kurz den Anschluss da hinten an. Kommt ja erstmal sonst nichts, bis auf den einen. Södere. Noch nicht in Sichtweite. Gehen wir jetzt mal erforschen. Man soll ja schon wissen, mit was man es hier zu tun hat, wenn man hier am Fallensleitern ist. Und wenn es halt nicht stressig ist, einfach mal ein bisschen rumgucken. Oh, unschöner Knick hier drin. Geht ja mal gar nicht. So, das wäre jetzt dieser Part hier. Haben wir sogar die Sperre hier. Die Frage, wie weit geht das Gleis? Respektiv, wie weit lasst du mich überhaupt gehen? Jetzt müsste man da mit dem Kiebel mal vorbeidüsen. Schauen, wo das hingeht. Ja, ich glaube, ich bin hier noch ein bisschen unterwegs. Okay. Ich würde sagen, ich mache mal da einen kleinen Cut bis zu dem Punkt, wo das Gleis hier aufhört und wie weit ich gehen kann. Da hinten scheint schon mal der andere Bahnübergang zu sein. Bis dahin sollte ich eigentlich gehen können. Und sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, kleiner Zwischenrapport. Der eine Bahnübergang, ungefähr 600 Meter so in diese Richtung da, da hinter der Kurve. Die Strecke macht hier auch eine Kurve, läuft hier soweit parallel zu der Hauptstrecke, die so nach unten weitergeht. Hier hat es einen kleinen Bahnübergang mit Glitches. Und die Strecke geht hier nach unten weiter. Da geht echt Auto drüber. Das will ich jetzt sehen. Ja, das dachte ich mir schon, dass das gut funktioniert. jedes Mal. Okay, jedenfalls. Strecke geht dann nach hinten weiter. Ich frage mich, ob das mal so eine Nebenstrecke gewesen ist. Oder ob wir da hinten zu einer Industrie kommen. Das ist doch recht lang. Aber ich vermute mal, das ist eventuell eine Nebenstrecke. Wie weit kann ich da noch gehen? Es ist schon interessant, dass ich hier auf den Gleisen... Oh. Hier ist dann wohl finito. Ja gut, wer weiß. Vielleicht war hier mal eine Industrie. Ich meine, die Fläche ist ja da. Und dann war das irgendwie so ein Beladegleis. Oh, das ist so eine Nebenstrecke gewesen, weil das hier... Sieht so nach Bahndamm aus. Wo die Strecke da nach hinten... Ja, schaut euch das mal an. Der Bahndamm geht da weiter nach hinten. Ich glaube, das war mal eine Nebenstrecke. Wenn es jemand weiß, gerne sagen. Aber was halt gegen eine Nebenstrecke spricht... So, mal hier den Block wieder auflösen. Ist, dass es hier nur Rangiersignale hat und kein reguläres Einfahrsignal. Und dann, jetzt so in zweiter Betrachtung, fehlt es auch ein bisschen am Bahnsteig. Da oben ist nichts. Sie werden dann, wenn dann, hier nur durchgefahren. Doch Industrieanschluss. Man weiß es nicht. Ansonsten ist der Bahnhof hier. Klein, aber fein. Schauen wir uns mal von den Zeiten her an. 56, 57. Dann hat man über 10 Minuten Zeit, bis wieder was kommt. Dann 5 Minuten, 6 Minuten, also na, 10 Minuten, okay, 32, 33, dann wieder 46, 48. Ja, es treffen sich wie immer so zwei Züge, plus minus, und dann hat man wieder 10 Minuten Pause und so, also im Durchschnitt. Es ist nicht sehr viel los, aber wenn man ein bisschen Erfahrung, zum Beispiel gerade mit Typ C sammeln möchte, dann ist das, glaube ich, das ideale Stellwerk hier drin. Klein, aber fein.
Und ein Stellwerk bleibt noch über. Und das hat es ein bisschen in sich. Schauen wir uns das doch mal an. Und da wären wir im letzten Stellwerk. Und es ist auch das Stellwerk, das man am schwierigsten bekommt. Das ist Trabova Konica Zapkovice. Da fährt gerade ein Zug hier ein. Das hier ist die Strecke Richtung Katowice, die dann jeder kennt. Da mal hier ist ein Depot und Abstellung teilweise hier auch. Und das Stellwerk ist hier ganz in der Mitte. Haben hier Ausblick auf den Bahnhof. Und das ist der Tisch. Also da geht ein bisschen was ab. Links unten haben wir einerseits die Hutter Katowice, Trabova Konica, wo wir hier Züge rein und rausschicken. Dann Trabova Konica an sich, hier oben Richtung Katowice. Da ist sehr gut Verkehr. Da haben wir einen Anschluss nach Trabova Konica. Bleklo ist aber hier gesperrt. Mit dem Bereich da oben haben wir nichts zu tun. Der Bahnhof an sich. Hier mit Perron 1, Perron 2, Perron 3. Hier Fahrgleise zum Zügepark, wenn es sein muss. Oben die Abstellung dürfen wir nicht nutzen. Und zu unserer rechten Seite haben wir Lazy. Anschluss 1, 160, 186. Sprechen müssen wir mal aufpassen, wo die Züge hier hinkommen. Der hier unten beispielsweise, der fährt auf die 1. Der, was jetzt hier kommt, ebenfalls auf die 1. Hat aber hier noch einen Halt. Das heißt, wir müssen da die Weichen dann anpassen. Hier kann man dann schon Fehler machen. Okay, wie sieht es aus mit den Kameras? Gehen wir mal kurz rein. Kamera Nummer 1. Dann konnte ich gerade nicht ausmachen, wo das ist. Sehen wir vor Y bis Z. Okay, schauen wir gleich mal. Eins weiter. Okay, sehen wir vor A, B, I und H. Ja, das ist die untere Seite vom Bahnhof. Post DZA. Mal schauen, wo das ist. Okay. So viel zu dem. Fahrplantechnisch. Muss ich euch nicht sagen, hier ist ein bisschen was los. Wir haben aber die Unterteilung zwischen der Trabova Konica Zapkovice und dann haben wir hier noch DZA. Also, falls ihr euch das ein bisschen verwirrt, ihr müsst dann umschalten. Wir kümmern uns jetzt mal hier um die Züge. 40172. Schauen wir uns die mal an. 40172 hat einen Halt, fährt um 55, dann schon 2 Minuten weiter. Auf die 1. Jo. Perfekt. Können wir das dann gleich freigeben. Da dahinter kommt 629016. Schauen wir uns den mal an. Das ist der hier. Der muss auf die 186. 133. Da ist er. Wenn du auf die 186 musst. So, machen wir das mal erstmal hier so. Einmal hier gerade. Also beziehungsweise. Das machen wir nicht so. Ein Zug. Es ist gerade KI drin. Da spare ich mir das jetzt mal. Du kannst schon mal eins weiterfahren. Das erste, der Kollege. Wir machen mal den hier. Schicken dich da runter. Perfekt. Und dann kannst du nach 186 fahren. Tschüss, Kowski. Ich denke mal, gerade wenn dann die Züge hier verspätet kommen, wird man hier sehr viel Spaß in diesem Stellwerk haben. So, der erste Block ist schon wieder frei. Und tschüss. Aber vermutlich dürfte es dann so ähnlich sein wie hier in Katowice, dass man sich dann auf ein paar Weichen hier beschränkt, wo die Züge hier fahren müssen. Und dann ist die Arbeit auch wieder minimalistisch. So.
Gut. Noch nicht in Sichtweite. Man hätte ihn theoretisch auch oben schicken können, aber fahr hier einfach mal komplett runter. Können wir eigentlich gerade mal abstempeln. 40172. 40172. Perfekt. Achso, und den anderen Zug, den habe ich... Ja, der ist schon zu weit weg. Habe ich den vergessen? Oder für uns selber sind wir hier... UA1. Waschen. Jetzt möchte er langsam kommen. Da ist er doch auch. Wunderbar. Und vielleicht kann sich noch jemand erinnern, in diesem Gebäude sind wir ja schon einmal drin gewesen. Vor langer, langer Zeit. Da war das hier schon ein bisschen ausdetailliert. Und dann ist ein halbes Jahr vergangen und jetzt haben wir es endlich. Ich hoffe aber, dass die manuellen Stellwerke irgendwann jetzt mal noch kommen. Alles so modern hier. Lazy Einzug bei der KI, mache jetzt keine Meldung. Da ist er, der Kollege. Auch im neuen schwarzen Design. Sehr schön. Ja, der hat jetzt natürlich eine Freude da mit den Weichen da unten. Bin schon sehr gespannt, wie das dann auf dem DE1-Server läuft. So wirklich fahren konnte ich auf den noch nicht. Weil es gab unglaublich starke Performance-Probleme in den ersten zwei Tagen. Und dann die interessanten Züge waren halt alle weg. Die Fahrt steht noch aus. Ich denke mal, das wird eine Livestream-Fahrt werden. Was ich jetzt mir hier noch frage, ich meine, das ist jetzt zum ersten Mal, dass hier die Richtung fest definiert ist. Wenn man das... Na, ich glaube... Ah, nein, das macht gar keinen Sinn, dass du das umdrehst, weil du hast in die andere Richtung kein Ausfahrsignal. Das ist da nicht. Das ist da nicht. Und hier in die andere Richtung auch nicht. Das macht schon Sinn, dass das hier so blockiert ist. Höchstens mit SZ, aber nee, hier sollst du so anders keinen Zug reinfahren. Schon noch schlau. Der FDL doch desblockiert wird. Okay, Güterzug. 629. Ist durchgeheizt. Minus 60 Minuten. Das ist mal eine Verfrühung. Sieht es denn aus? Wann kommt denn der nächste? 12.50. 40.125. 13.02, 13.05, 13.08. Dann haben wir Pause. 17, 21, 25, 27, 27. Ja, da geht's dann schon mal ein bisschen ab hier. Also, wenn ich es mal irgendwie hinkriege, beim Stream in dem Stellwerk zu sein, dann werde ich aus aller Fälle hier mal ein bisschen arbeiten. Bei den ganzen neuen Stellwerken sieht das schon am interessantesten aus. Lazy hat natürlich. Also, seine Benefits, das wäre natürlich noch viel geiler, wenn der gütertechnisch ein bisschen mehr abgehen würde. Da kann man theoretisch wieder unser Tag des Abstellgleises machen. Aber da muss man aufpassen, sonst gibt es wieder Leute, die sich dann beschweren, dass sie keine Züge mehr kriegen. Auch wenn wir es damals auch schon auf einem anderen Server gemacht haben, aber ja, das kommt noch. Aber hier hat man theoretisch noch viel mehr Platz. Schade, dass die Gleise da oben gesperrt sind.
Hier haben wir dann. Gut, da oben können wir vielleicht was dicht machen. Und hier ein bisschen. Wir brauchen Dieselverkehr mal. Das wär's. Aber ich denke, das kommt noch. Ja, das erstmal zum Update-Preview. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine Runde mit dem Kiebel fahren. Aber das machen wir in einem separaten Video. Jetzt habt ihr hier mal so eine kleine Übersicht über das Depot, über die neuen Stellwerke. Dedizierte Fahrdienstleiter-Sessions zu den Stellwerken. Das kommt noch, beziehungsweise werde ich jetzt wieder streamen, nachdem wir hier neuen Content da haben, falls ihr schon mal dazu. Das ist jetzt mehr so eine kleine Übersicht. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder Meinung, gerne in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch bis dahin eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.